Bilanz zur Vorbereitung der Fläche Sechseen-Wedau. Das Projekt Sechseen-Wedau auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs und Bahnausbesserungswerks in Duisburg-Wedau steht vor dem nächsten Schritt, denn das Investorenauswahlverfahren für ein Nahversorgungszentrum mit einer Verkaufsfläche von rund 5.500 Quadratmetern beginnt. Ja, wir sind jetzt dabei, die Planungsphase so langsam abzuschließen. Wir erwarten die Rechtskraft des Bebauungsplanes für Mitte 2019 und übernehmen jetzt den Staffelstab von der BEG und gehen in die Erschließung des Geländes. Seit Beginn des Projektes wurden auf der 60 Hektar großen Fläche 45 Kilometer Schienen zurückgebaut, 540.000 Kubikmeter Schotter aus der Fläche aufgenommen und 80% der Zauneidechsen umgesiedelt. In den vergangenen 3 Monaten wurden rund 80.000 Kubikmeter Feinkorn entsorgt und die nächsten Arbeiten vorbereitet. So unter anderem die Ausschreibung des Bodenmanagements und des Lärmschutzwalls mit einer Länge von 2,4 Kilometern. Rheinpegel. IHK warnt vor Niedrigwasserfolgen. Angesichts des anhaltenden Niedrigwassers mahnt die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer, den Ausbau alternativer Güterwege konsequenter voranzutreiben. Der Seeweg sei eine verlässliche Infrastruktur aller Verkehrsträger. Jeder 4. Warentransport in NRW wird über Flüsse und Kanäle abgewickelt. Der wirtschaftliche Erfolg von hiesigen Unternehmen dürfe daher nicht vom Wetter abhängen, so die IHK. Obwohl die Binnenschifffahrt eine flexible Branche sei, können Güter auf der Wasserstraße wegen der lang anhaltenden Trockenheit nur noch unter erheblichen Einschränkungen transportiert werden. Die Industrie gerate dadurch zunehmend unter Druck, warnt die IHK. Vor allem die Stahl- und Chemieproduktion sei essentiell auf die Wasserstraße angewiesen. Eine wichtige Alternative, die vorangetrieben werden müsse, sei die Betuwe-Linie, eine direkte Schienenverbindung zwischen der Rhein-Ruhr-Region und dem Seehafen in Rotterdam. Deutschland und die Niederlande haben sich bereits 1992 auf den Bau dieser Schienengüterstrecke geeinigt. Seit 2007 ist die Trasse auf niederländischer Seite in Betrieb. Auf deutscher Seite liegt für den Bau eines dritten Gleises zwischen Emmerich und Oberhausen bislang erst einer von 12 Planfeststellungsbeschlüssen vor. Sicherheit durch Personenerkennung. Fraunhofer Institut forscht mit Infrarottechnik. Das Fraunhofer Institut für mikroelektronische Schaltungen und Systeme in Duisburg forscht im Bereich der Infrarotsensorik an besseren Lösungen für die Personenerkennung. Die Technik soll eine zuverlässigere und schnellere Zählung ermöglichen. Basierend auf einem hochauflösenden, ungekühlten Infrarotsensor hat das Fraunhofer Institut ein künstliches neuronales Netz für die Personenerkennung trainiert. Durch die Entwicklung ist eine hochauflösende Bildaufnahme mit Hilfe von Wärmestrahlung möglich. Bisher wurden für die Personenerkennung ausschließlich Bildaufnehmer im sichtbaren Spektralbereich eingesetzt. Zum Einsatz kommen soll die neue Technik, zum Beispiel zur Fußgängererkennung im Straßenverkehr, beispielsweise von autonomen Fahrzeugen oder bei der Überwachung von zugangsbeschränkten Bereichen wie Flughäfen oder Kernkraftwerken. Infokampagne soll Islamangst mindern. Die Infokampagne Wir sind alle Deutschland soll durch Aufklärung die Angst vor dem Islam lindern. Das ist das Ziel der Ahmadiyya-Gemeinde, die in Duisburg knapp 100 Anhänger hat. Laut ihnen haben immer mehr Menschen Angst vor dem Islam. Genau da soll die Kampagne anknüpfen. Wir haben auch sehr viel Zuspruch bekommen, gerade weil wir dann dastehen und für die Bürger zugänglich sind. Wir Muslime selbst, also die, die wirklich an ihrer Religion festhalten und glauben, können dann als Ansprechpartner hervorragend dienen, auf Fragen und Ängste einzugehen. Ja. Und der Zuspruch ist meistens dann, dass die dann sagen, ja, es ist schön, Sie zu sehen, es ist schön, mit Ihnen zu reden, schön, Sie hier zu haben. So spendeten sie in der Vergangenheit Blut, pflanzten Bäume oder waren in den Städten präsent. Das Motto lautet Liebe für alle, Hass für keinen. Sie wollen es im Laufe des Novembers mit Flyer-Aktionen und einem Infostand verbreiten.
Brückenarbeiten, Fahrplanänderungen bei Regionalzügen. Die Deutsche Bahn führt in der Zeit von Montag, den 5. bis Montag, den 12. November, auf der Strecke Düsseldorf-Duisburg-Wesel Erneuerungsarbeiten an der Eisenbahnüberführung Dörnerhofstraße durch. Dadurch kommt es zu Fahrplanänderungen, Halt- und Zugausfällen auf den Regionalexpresslinien RE2 und RE5. Zwischen Duisburg und Düsseldorf fallen die meisten Züge der Linie RE2 aufgrund der Arbeiten in beiden Fahrtrichtungen aus. Die Züge der Linie RE5 fahren zwischen Düsseldorf und Wesel sowie zwischen Wesel und Oberhausen in geänderten Fahrzeiten. Die meisten Züge können zudem nicht an den Haltestellen Oberhausen, Holten und Friedrichsfeld halten. Alle Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen enthalten und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen wieder frei. Aufatmen für Pendler. Nach mehr als zweiwöchiger Sperrung der Schienen zwischen Mülheim und Essen rollen die Züge auf der wichtigen Ruhrgebietsverbindung wieder. Die Bauarbeiten seien nach Plan verlaufen, sodass alle Züge des Fern- und Nahverkehrs am Montag ab 4 Uhr wieder nach regulärem Fahrplan fahren könnten, hieß es bei der Bahn. Während der gesamten Herbstferien hatte die Bahn auf der Strecke an mehreren Stellen gebaut. Die Bahn hatte den Abriss einer Autobrücke über die Gleise bei Mülheim zum Anlass genommen, in dem Zeitraum gleich mehrere Baustellen einzurichten. So wurden neue Kabel für den Ausbau des elektronischen Stellwerks in Duisburg verlegt. Außerdem wurden neue Weichen für den Rhein-Ruhr-Express gelegt. Fossa-Nachwuchs verlässt Duisburger Zoo. Gleich 8 junge Fossas, eine etwa fischottergroße rostbraune Raubtierart von Madagaskar, werden den Zoo Duisburg in den kommenden Tagen und Wochen verlassen. Ein Jungtier wurde Anfang Oktober bereits nach England abgegeben. Geboren wurden die 4 Männchen und 4 Weibchen bereits Mitte 2017. Vor 38 Jahren wurde in Duisburg die erste Fossa in einem deutschen Zoo geboren. Bisher konnten 65 junge Fossa erfolgreich aufgezogen und an 28 Einrichtungen in 14 Ländern abgegeben werden. Aufgrund der Zuchterfolge koordiniert der Duisburger Zoo das europäische Erhaltungszuchtprogramm und das internationale Zuchtbuch für die bedrohte Tierart. Die Fossa ist das größte auf Madagaskar lebende Raubtier. Lebensraumverlust und Jagd setzen den Fossa zu. Der vom Zoo Duisburg 1995 initiierte und verwaltete Fossa-Fonds soll Fossas im Freiland schützen. Durch diesen Fonds konnte eine Zuchtstation für Fossas auf Madagaskar errichtet werden. Dank der finanziellen Mittel des Fonds werden Forscher und Naturschützer vor Ort unterstützt. Grau, bedeckt und mancherorts verregnet. So starteten wir heute in Duisburg in die neue Woche. Der Dienstag zeigt sich sogar noch ungemütlicher. Den ganzen Tag über bleibt es regnerisch. Zudem herrscht starker bis stürmischer Wind. Das Thermometer kommt maximal auf 8 Grad. Am Mittwoch bleibt es morgens noch stürmisch. Die Regenwolken ziehen sich aber langsam zurück. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 13 Grad. Auch am Donnerstag bleibt es noch windig, allerdings deutlich weniger als in den Vortagen. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Die Höchsttemperatur liegt bei 15 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Vorsicht, liebe Autofahrer, auch morgen sollten Sie auf Ihre Geschwindigkeit achten, denn es wird im Stadtgebiet wieder geblitzt. Unter anderem auf der Dammstraße in Ruhrort und auf der Lohstraße in Bergheim. Außerdem sorgen Baustellen für Verkehrsbehinderungen. Auf der Straße am Beekbach in Beek führen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg eine Kanalerneuerung durch. Es ist eine Wanderbaustelle, beginnend an Hausnummer 35a bis zur Hausnummer 31 eingerichtet. Dabei gibt es einen 30 Meter vollgesperrten Baustellen. Die Arbeiten dauern an bis Ende Januar 2019. Und in Homberg sind die Wirtschaftsbetriebe ebenfalls aktiv. An der Kreuzung Ruhrorter Straße und Rheindeichstraße wird die Ampelanlage erneuert. In allen Richtungen steht während der Arbeiten nur eine Fahrspur zur Verfügung. Da mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist, wird Ortskundigen empfohlen, den Baustellenbereich großräumig zu umfahren. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt sowie einen schönen Start in die neue Woche.